Damit endet dieser Prozess, das wahrscheinlich größte Verfahren, was Sachsen-Anhalt je gesehen hat. Stefan B., der Synagogenattentäter von Halle, muss für immer ins Gefängnis. Das ist das Urteil heute. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens war sichtlich angefasst während der Urteilsbegründung. Ungefähr 3 Stunden hat sie hier vorgetragen, warum sie die Höchststrafe, die das deutsche Strafrecht vorsieht, für angemessen hält. Sie war deutlich angefasst, hat zwischendurch auch gesagt, alles, was sie hier verhandelt hat, das stellt all das in den Schatten, was sie je als Richterin erlebt hat. Und sie hat den Satz gesagt, sie sind eine Gefahr für die Menschheit. Sie glaubt auch nicht, dass eine Haftstrafe, die über 15 Jahre oder darüber hinausgeht, Stefan B. ändern wird. Deswegen ist hier auch die Sicherungsverwahrung als Teil der Strafe mit festgesetzt worden. Und besonders ergreifend oder besonders deutlich ist das hier geworden, was das für ein Prozess ist, als der Richterin die Stimme gebrochen ist. Mehrfach ist es so gewesen und man hat für mich gemerkt, wie sie sich selber beruhigt hat, während sie gesprochen hat. Dieser Prozess ist also hier an keinem spurlos vorübergegangen.